Hallo Leute, willkommen zur Spätschicht hier aus Köln. Heute mit dem Intercity Steuerwagen von Virtual Railroads. Der Zeitplan ist leider straff, deswegen fange ich mal an, hier aufzurüsten. Das mache ich jetzt nicht von Hand, sondern automatisch. Und da fängt es auch schon an. Dann kurz hingucken, ob der richtige Stromabnehmer gefunden wird. Der geht ja nicht. Jetzt aber. Der richtige oben. Ja, also. Dann öffnen wir die Türen. Licht ist alles schon an. Wunderbar. Ah, hier. Herren auf. Da hinten. Und die mache ich auch gleich wieder zu. Für die, die es noch nicht kennen, bei Virtual Railroads die Loks und Zugpakete der Expert-Variante, die BR111, die 143, 243, der Intercity hier, da ist es so, dass man die Türen selber zumachen muss. Hier wirklich gut umgesetzt sind, meiner Meinung nach. Ja, und da wir ja ein Lokführer sind, können wir uns nicht einfach draußen hinstellen und gucken. Deswegen gucken wir hier aus dem Fenster. Ankunft ist 10.11 Uhr in Düsseldorf. Der einzige Halt ist in Köln, beziehungsweise nach, wir stehen ja in Köln. Der einzige Halt ist für mich den Zug jetzt in Düsseldorf, der kommt von Emden und fährt nach Luxemburg eigentlich. Das ist ein bearbeitetes Szenario von mir. Eigentlich fährt hier die 101, die daneben auf dem Gleis steht, und das war der Pfiff. Hinzu, ja, Hammer. Und Abfahrt. Und da geht's auch schon los. Ich bin jetzt mal ruhig, das Ganze ist nämlich mit Ansagen. Ich fahre jetzt einfach erstmal nur. Thank you.
vorab, ich fahre ohne PCP und SIFA. Vorerst. Jetzt geht's erstmal mal rein. Wir fahren zu schnell. Fahren noch mal 40. Es kann sein, dass wir hier eine 40 reingedrückt kriegen. Deswegen warte lieber noch mal auf. Ja, und wir kriegen eine 40. Das ist ja ein bisschen blöd gemacht. Zwischen Köln-Messe-Deutz und Köln-Hauptbahnhof. Der Hohenzollern-Brücke ist 60. Und jetzt haben wir 40. Zumindest in dem Szenario. Aber sonst brettern wir erstmal bis Düsseldorf. Hauptbahnhof. Auf Gleis. Kommen auf Gleis 17. Fangen wir an. Können ja noch mal gucken, ob die Passagiere an sich geht. Ja, geht sie. Willkommen als Passagier. Hier ist schön durch Köln-Messe Deutz durchgefahren. Gleich dürfen wir 90 fahren. Ich finde den Steuerwagen an sich nur super. Da ist alles schön ruhig drin. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Wir begrüßen alle in Köln Hauptbahnhof zugestiegenen Fahrgäste im Intercity 131 auf der Fahrt von Luxemburg nach Emden Außenhafen. Dieser Zug hält in Düsseldorf Hauptbahnhof, Duisburg, Oberhausen, Gelsenkirchen, Wanne-Eickel, Recklinghausen, Münster, Rheine, Lingen an der Ems, Meppen, Wappenburg an der Ems, hier im Hauptbahnhof und erreichen 13:52 den Endbahnhof. Zweite Klasse Bereich zwischen den Wagen 5 und Wagen 10 am Ende des Zuges. Meine Damen und Herren, wir wünschen Ihnen eine angenehme Fahrt. Ja, das sind die Fahrzeit
Szenarios. Dazu packe ich einen Link auch nochmal in die Beschreibung. Und ich gebe hier gerade Vollgas und er wird immer noch langsamer. Normalerweise da 80, das ist die Ankündigung für 80 gewesen. Das heißt, wir fahren jetzt hier geschmeidige 80. Ich weiß nicht, vielleicht ist der Zaun zu leise oder mal gucken. Moin Kollege.
jetzt auf die 130 zu. Hauptstrecke, glaube ich. Ja, die Hauptstrecke. Die wir gerade drauf waren. Und hier ist jetzt gleich 130. Genau. Jetzt. Aufschalten, los geht's. Nochmal, wann wir in Düsseldorf ankommen sollen. Um 9. Alles klar. Los jetzt. Leistung aufschalten. Geht's jetzt los.
WLAN-Kollege am PC. Moin. FPS-Einbrüche, entschuldige ich mich dabei nicht, woran das liegt. Ich habe es auch probiert herauszufinden, aber nicht vielleicht an der Strecke. Also so viel Performance schluckt, dass die FPS runtergehen, aber ganz gewaltig. Fahren wir zu schnell. Ne, fahren doch nicht so schnell. Da müssen wir auch mal ankommen. Dennoch mit Verspätung. Düsseldorf ankommen.
sag mal, in den nächsten 10 Minuten treffen wir in Düsseldorf Hauptbahnhof ein, auf der 17.
angekommen in Düsseldorf. Ne, wollte ich nicht. Ich wollte das hier rausgucken. Jo. Willkommen in Düsseldorf, meine Damen und Herren. Jetzt warten wir noch kurz, bis hier alle eingestiegen sind. So, und damit endet das Szenario, beziehungsweise die Schicht, die Fahrt. Ich sage mal, bis zur nächsten Schicht.